Janina. Ich arbeite im Pflegepool im Marienkrankenhaus. Oh, ich arbeite schon relativ lange hier im Marienkrankenhaus. Ich habe 1996 meine Ausbildung hier angefangen und war bis 2018 hier tätig. Habe dann eine kurze Auszeit genommen und habe jetzt seit letztem Jahr wieder begonnen im Pflegepool. Ich hätte erst gedacht, ach, das ist ja sehr klein. Ist es aber gar nicht. Und ich fand das sehr familiär und sehr liebevoll. Und ja, das war so mein erster Eindruck. Ich arbeite mit hilfsbedürftigen Menschen zusammen, die meine Unterstützung benötigen, und pflege sie. Ich darf mir hier am Pflegepool selbst den Dienstplan schreiben und ich mag das ganz gerne. Ich mag gerne einen ausgewogenen Dienstplan. Also ich teile mir durchaus auch selbst Nächte ein, weil das nochmal so ein anderes Feeling ist vom Arbeiten her. Es gab eine Patientin, an die kann ich mich erinnern, die wurde von ihrem Ehemann Laien reanimiert. Das ist tatsächlich jetzt schon ein paar Jahre her. Wo wir im Team ärztlich und pflegerisch am Anfang gar nicht so sicher waren, ob sie nicht möglicherweise Hirnschäden davon getragen hat. Aber tatsächlich ist sie im Gesunden, hat sie wieder das Krankenhaus verlassen. Und das war eine sehr junge Frau, die war noch Anfang 40. Das war tatsächlich sehr berührend. Die hat uns später tatsächlich nach ihrer Anschlussheilbehandlung auch besucht und war komplett fit wieder. Das war toll. Also das sind tolle Momente. Oh, mein Privatleben, meine drei Hunde machen mich glücklich. Aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt hier gerade in diesen Rahmen irgendwie passt. Das macht mich glücklich. Ihr seid super, ihr macht einen großartigen Job. Egal, ob auf den peripheren Stationen, die wirklich Großartiges leisten, als auch in den Highcare-Bereichen. Großartig.